Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu einer neuen Episode Hello Architect, wo wir uns im nächsten Kapitel befinden. Und ich habe gerade gesehen, wir brauchen Schlafboxen, weil die eine stirbt bald, wenn sie nicht pennt. Dementsprechend fangen wir damit mal an und geben den armen Leuten hier ein bisschen was. Und dann hoffe ich, dass ich dich da retten kann. Ich habe das komplett übersehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie heißt du? Samantha, gell? Sandra. Na dran. Geh mal weg da. Mach schneller. Matthew. Haben wir da drüben schon im Bett? Nee, haben wir nicht. Sie muss nochmal aufs Klo. Nee, du mach mal weiter. Du bist in Ordnung. Sandra, hör mal auch aufs Klo zu gehen. Du geh mal hier pennen. Geh mal schlafen. Genau. Damit du dich nämlich wieder erholst. Hat sonst noch irgendjemand Bedürfnisse? Harry muss schlafen. Und das war's. Das heißt, wir könnten... Harry, das müsstest du sein, oder? Genau. Harry, guck mal. Harry, komm mal mit. Harry. Wieso hörst du nicht auf mich? Harry. Harry, hör auf mich. Ja, geh pennen. Darfst du ja. Das wollte ich doch von dir haben. Okay. Dann fangen wir jetzt an, hier drüben die Kristalle abzubauen, weil damit sollen wir auf der rechten Seite anfangen. Und das werden wir doch hier mal machen. Bau das Zeug mal ab, mein Freund. Doch, du kannst das machen, Matthew. Das ist in Ordnung. Du wirst wahrscheinlich da oben eh nicht hinkommen, weil du zu klein bist, aber egal. Hauptsache, du fängst an mit dem Abbauen des ganzen Zeugs. Damit wir hier den Fortschritt machen. Damit Lucifer zufrieden ist mit uns. Der hat uns ja schon beehrt in der letzten Episode. Das heißt, er hat uns recognized quasi. Anerkannt vor allem Ding. Wir machen mal ein bisschen schneller hier. Komm, mach hin. Wow. Alles hochgegangen. Seht ihr das? Die haben keine Taucherbrillen auf. Wie niedlich. Sehr schön. Ja, wir könnten der theoretisch... Ich wollte da gerade Dinge hinmachen. Oh, wir haben einen Fisch. Kann ich dazu machen? Nee, kann ich nicht. Wir machen da wieder zu. Ist nichts passiert. Ich hab nichts gemacht. Ich war das nicht. Well, maybe I'm overreacting. Turns out talking underwater isn't a big deal. Weird. Ja, okay. Dann ist ja alles gut. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass es in der Hölle Wasser gibt. Da hat uns Minecraft hat gelogen. Es gibt in der Hölle gar kein doch Wasser. However, I need to plug this hole before Lilith comes back. Maybe we have an artifact that can help with that. Das hier zum Beispiel, was direkt unter unseren Füßen ist. I'll go get help. We can't screw this up. Ich finde das aber toll, wie hier jetzt auch Stuff kommt hier von wegen mit Dingenskirchen und so. What have you done? Oh, zu spät. Didn't I tell you to be careful? Ich war vorsichtig. Du hast aber auch gesagt, ich soll das rechts abbauen, Lilith. Außerdem waren das die Lemminge. Ich war das ja noch nicht mal. Explain yourself at once. Kann ich zu dem Gebäude gehen? Das muss ein Bedürfnis befriedigen. Oh. Ja, warte. Wir müssen hier erstmal ganz kurz eine kleine Leiter bauen. Sorry, Lilith. I'm sorry, your wretchedness, but it's not our... They may be telling the truth, Lilith. So, jetzt kannst du da hochkommen, siehst du? Ja, eben, Belial. Where have you been? Ja, wo warst du? Funny thing. Someone sent me a flask of some delicious smelling concentrated suffering. I tried a taste and immediately went tits up. Normally, I can... As soon as I figure out who sent it, I'm going to rip them a new butthole. Aha, also jemand wollte dich loswerden. Entschuldigt bitte, dass das übersprungen hat. Ich wollte die blauen Kristalle noch mitnehmen. Stop this flooding before it pisses off you know who. Here, take my old tools. Maybe they'll help. Cool, was kriegen wir? In the meantime, I'll find a way to fix this fudge up.
Ja, versuch das mal wieder. Do it and do it now. Your lucky Lucifer isn't home, or he'd probably tear off your nuts and dribble them like little basketballs. Believe me, that is not something you want to experience. Ja, eventuell. Es könnte böse sein. You don't think so? Sounds kind of fun. Du bist seltsam, Bob. Bob, du bist seltsam. Just get back to work, you weirdo. Ja, siehst du? Sie sagt auch, du bist seltsam. Finde einen Weg, um das Leck zu stoppen. Versuche, die Körner zu verwenden. Ich nehme an, ich habe die Körner jetzt hier bekommen, oder? Zunächst einmal müssen wir dann gucken, dass wir das Artefakt nutzen können. Und dafür brauchen wir was nochmal? Ich gehe wieder auf Englisch. Ich glaube, das wird hilfreicher sein. Ich hätte gerne den Text auf Deutsch. Das ist immer ein bisschen besser. Nicht die Construct Build Special. Es ist nicht das Limbo-Ging, oder? Nein. Der Vault ist es. Genau. Vault. Wir brauchen also einiges an Leiden. Alles klar. Dann würde ich sagen, du Kollege wirst mal ein bisschen gequält. Wir müssen da oben noch auf die blauen Kristalle wechseln. Ich glaube, die brauchen wir auch. Aber vorher werden wir den Vault erstellen. Und damit wir den Seed eben usen können, brauchen wir erst ordentlich Suffering. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen was Torture-mäßiges bauen. Wir könnten das Stretching machen. Wie viel gibt das? 3 alle 8 Sekunden. 3 alle 8 Sekunden. 5 alle 8 Sekunden. Dafür brauchen wir zu viel Leiden. Das kann ich mir nicht leisten. 5 alle 8 Sekunden. Wir müssen nur die laute Musik rausfinden. Dann machen wir das doch mal. Laute Musik. Wir haben genug grüne Kristalle. Dann machen wir das, damit wir die Leute ein bisschen quälen können. Und mehr Leiden erhalten. Du hier unten, was könntest du in der Zwischenzeit machen? Das ist eine gute Frage. Baut mal hier noch ein bisschen die Kristalle ab, wenn ihr eh gerade dabei seid. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben genug zu trinken, wir haben genug zu essen. Das sollte also erstmal kein Problem sein. Und weil das Ganze hier jetzt auch nicht wirklich geholfen hat, das auf Englisch zu stellen, stellen wir es wieder auf Deutsch. Und wir sollten jetzt in der Lage sein, die neue Folteranlage zu bauen. Dann gibt es hier ein wenig Folterung für euch. So, du wirst dann auch hier reingesteckt. Du darfst direkt da reingehen, damit ihr schön gequält werdet. Wir brauchen nämlich jetzt eindeutig viel mehr Leiden. Ohne das Leiden wird das nichts. Wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken. Die Nachricht können wir schließen, das haben wir schon rausgefunden. Und ich glaube, ansonsten war nur hier unten irgendwie mit Enden. Das heißt, wir sollten vielleicht hier unten dann uns hingraben. Das könnte man ja auch mal machen. Wir graben uns einfach direkt hier straight durch und anschließend bauen wir da eine Leiter hin. Dass wir wieder hochkommen, für den Fall, dass es unnötig ist, was ich hier gerade mache. Ich hätte, glaube ich, erst alles abreißen lassen sollen, bevor ich es aufbauen lasse. Boah, wenn du mit dem anfängst, ist es okay. Dann fällst du erst runter und dann kommen wir wieder hoch. Ihr werdet gequält. 1500 Leiden, glaube ich, war das richtig? Der Vault. Genau, 1500 Leiden. Da müssen wir noch ein bisschen höher ballern. Du bist am Wasser machen, du bist am Essen. Das ist in Ordnung. Wir haben genug Essen, wir haben genug Wasser. Da muss vorerst auch keiner kochen. Wir dürften auch genug Exkremente haben. Da kann man noch Wasser draus kurbeln. Das ist in Ordnung. Du arbeitest dich da runter. Ja, jetzt heißt es erstmal warten wieder. Hauptsache, die werden dauernd gequält. Damit wir da weiterkommen. Können wir das schon upgraden, um auf die Ding zu gehen? Jawohl. Dann können wir auch die blauen Kristalle hier mitnehmen. Lass das mal alles mitnehmen. Wir brauchen hier eine Leiter hin. Damit wir da hinkommen können. Du machst schön weiter. Hat irgendjemand Bedürfnisse? Matthew hat Durst, das kann er sich ja holen. Du bist aber gerade da unten am Arbeiten, gell? Du wirst dich schon selbst versorgen können, Matthew. Ja, würde ich sagen, lassen wir das mal ein Momentchen laufen. Und ich schalte euch dann gleich wieder zu.
Ach so, du kannst natürlich nicht befriedigen. Gut, dann warte. Dann machen wir das weg, damit du dich erstmal hochbauen kannst. Das ist gar nicht so ein blöder Einwand gewesen. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut. Warten, bis wir die 1500 Leiden haben, damit wir dann eben weitermachen können. Und dann gucken wir mal, was das Artefakt so bringt. So, da haben wir ein bisschen gequält. Wir haben hier nur eine kleine Grube dafür ausgebaut und ich habe den Weg hier runter fertig gemacht. Und weil man nur jeden zweiten Schritt eine Leiter braucht, die können immer noch hochgehen, habe ich das hier mal so ein bisschen umgeändert. Eigentlich nicht wirklich notwendig, aber warum nicht? Artefaktversteck kommt hier unten rein. Schön versteckt unter dem Ganzen. Dann baut es mal dahin und ich hoffe, dass wir jetzt dann eben das Artefakt nutzen können. Ich glaube, dafür brauchen wir auch wieder blaue Kristalle, oder war das nicht so? Dass das irgendwie so eine Art Currency ist, die blauen Kristalle dafür. Nebenbei natürlich noch hier ein bisschen quälen lassen, damit wir die Leute einfach immer wieder schön hochhalten damit. So, das Wachstum der Pflanze macht es unmöglich, nach überwachsenen Wurzeln zu kramen. Die Wurzeln breiten sich so dicht aus, dass sie ideal für den Bau von Dämmen oder dekorativen Hecken sind. Genau, es kostet blaue Kristalle, das dachte ich mir. Mein Leash, es funktioniert! Das Wasser ist nicht mehr drippend. Though we will probably have to find a better solution later. Is it my imagination, or is there still something lying there? Looks like a bomb. A bomb? We better try to get it out, but be careful. Wo ist hier eine Bombe gewesen? Ah, das war da oben, oder? Hat man das nicht ganz am Anfang gesehen? Oder war das irritiert so? It is indeed a bomb. Why didn't it explode like the others? Wo ist sie? At this point, we don't have the technology to determine why it's a dud. Deswegen brauchen wir den bronzenen Stier. I'm sure as we advance technologically, things will become clearer. Or at least, less murky. Master, please don't get upset. But I just remember that Mr. Samael used to scuba dive. How's it done? And so I thought, maybe Ivy could help us. Ja, dann frag sie. These water flowers are oh so pretty. Maybe if I gave her a bouquet, I could get her to. Du willst also nur zu Ivy gehen, das ist alles. No, not that. Your mind out of the gutter. I'm talking about getting her to help us. Ja, natürlich. Okay, wir müssen bisschen was lernen. Researchen. Und zwar den bronzenen Stier. Wir müssen sowieso nebenbei noch ein bisschen Leiden sammeln, deswegen lassen wir das gerade mal so ein bisschen laufen. In der Zwischenzeit der eiserne Stier. Kann es sein, dass es nicht der bronzene Stier sein soll, sondern der eiserne. Und das auf der Übersetzung ist wieder blöd. Unlock Brazen Bull. Ja, das wird der Fehler sein. Nein, wir sind hier in dem Ding. Ist es das? Ja, genau. Okay. Ist wirklich einfach nur der Übersetzungsfehler. Das ist so ein bisschen blöd. Weil, wenn man das nicht schon vorher erlebt hätte, würde man jetzt nicht unbedingt nachschauen, was da Sache ist. Warum man denn sowas braucht. Aber gut, wir brauchen also eine neue Foltermethode. Damit kann ich leben. Habe ich kein Problem mit. Wir müssen nur warten, bis die Forschung abgeschlossen ist. Und dann geht's weiter. Außerdem hatten wir die noch gar nicht. Von daher lernen wir auch mal eine neue Foltermethode kennen. Und wir brauchen auch noch mehr grüne Kristalle, sehe ich gerade. Ihr könnt in der Zwischenzeit euch hier einfach mal komplett runtergraben. Und das alles schön mitnehmen. Aber das brauchen wir eh alles. So, macht das mal weg. Dann könnt ihr da runtergehen und zickt nicht rum. Das müsste dann auch fast immer gehen, wenn ihr das und das noch wegmacht. Jetzt kann ich den wegmachen. Der muss auch weg. Dann kommt die nur nicht hoch, sehe ich gerade. Okay, damit ihr hier hochkommt, müsst ihr das wegmachen, das wegmachen, das wegmachen, das wegmachen. Dann könnt ihr da wieder hochgehen anschließend. My lord, I was given the expert's report on our little mishap.
Okay, und jetzt? Do you think Frank was involved? That's pretty ambitious even for him. Ich glaube, Frank war's. Apparently, the explosion was no accident, but an assassination attempt. Oha. In Ordnung, das ist nicht gut. Matthew findet keinen Weg, um seine Bedürfnisse zu machen. Das hat er aber gleich, er kann gleich da hochgehen. Jetzt kannst du hochgehen, Matthew. Und hier sollte es auch kein größeres Problem geben, wenn ich das hier noch abbauen lassen dürfte. Geht aber gerade noch nicht. Okay, aber wir können jetzt den Bull bauen. Betonschuhe, nein. Wo ist er denn? Bist du denn hier? Ofen, Kühlschrank, eiserner Stier. Wir brauchen 2500 Leinen wieder. Wow. Immer dieses ganze Leinen, was man braucht. Ist ein bisschen traurig. Wie kommen wir wohl an die Blumen dran? Bereite ein Bouquet für Ivy. Gather the flower. Flowers. Sind das hier spezielle Blumen? Also es sind hier Algen. Könnt ihr bitte irgendwas tun, ihr nutzlosen Lemminge gerade? Wo haben wir Blumen? Ich sehe Algen ohne Ende. Ich sehe auch die Bombe nicht, von der Bob gesprochen hat. Von daher müssen wir mal gucken. Aber abgesehen von Algen sehe ich nichts. Es sei denn, das zählt als Blume. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht vorstellen. Ich muss den Bullen anscheinend nicht mal bauen. Ich muss ihn einfach nur erkunden. Also dich kann ich nicht abbauen. Dich auch nicht. Dich auch nicht. Würdet ihr bitte was tun, ihr Lemminge? Hier, geht hoch. Werdet gequält. Oder seid irgendwie nützlich. Mach Wasser. Du kannst kacken gehen. Keine Ahnung. Wie bekomme ich die Blumen? Blume. Ah, hier ist eine Blume. Das dürfte eine Blume sein. Das heißt, wir lassen dich hier einmal straight durchbauen und dann runter. Vielleicht geht das dann. Zumindest sieht das blumenartig aus. Hier ist auch noch eine. Hier können wir straight durchgehen. Das könnte zur Blume gehören, aber glaube ich eher nicht, weil es nicht wie eine Blume aussieht. Hier ist noch eine. Da lassen wir ihn straight runtergraben. Wer will was? Kein Sünder. Kein Weg. Ach, weil du nicht hoch kannst. Gut. Da wollte ich dich nicht hinsetzen. Na egal. Dann machen wir noch eine von den Stachelleitern hin, damit ihr auch in ihr hoch und runter geht, eben Schmerzen habt. Okay, die Blume ist frei. Die haben wir jetzt offiziell. Du machst dich hin. Anschließend werden wir hier auch noch... Hier machen wir normale Leitern hin, weil die werden da nicht mehr hin müssen. Von daher glaube ich, wäre das dumm, hier jetzt zu sagen, weißt du was... Wir machen da die leidenden Leitern hin. So. Ich will, dass du erst abbaust, bevor du dich nach oben baust, du Drecksack. Sei erst hilfreich. Hol die Blume. Wenn du die hast, dann darfst du da unten raus. Dann habe ich kein Problem damit. Tada! Ist das jetzt hier... Zählt anscheinend nicht als die Blume geholt. Irgendeine Blume haben wir. Die hier haben wir. Müssen wir da durchgraben oder was? Bin ich mir nicht sicher. Das irritiert mich ein bisschen. Wir werden es gleich bei der hier sehen. Umgrab das Ganze einfach mal. Ob du die dann mitnimmst. Weil das ist ja eindeutig eine Blume hier. Warum... Machst du das nicht? Guck mal hier. Kann ich nicht. Hm. Okay.
Ich kann dich anscheinend nicht einsammeln. Muss das ein spezieller Charakter sein, oder? Was ist hier jetzt wieder los? Die Blumen hast du auch noch nicht. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt noch 1, 2 Blumen. Dann fehlen immer noch 3. Nimm die Blume hier mal. Jetzt hast du die Blume. Oder hast du da drüben die Blume mitgenommen? Nee, du hast da links die mitgenommen. Nimm die mit. Hier, guck mal. Nimm die mit. Nimm die mit, sag ich. Grabe er sich den Weg da lang. Ganz seltsam. Aber wir kommen langsam aber sicher an die Blumen ran. Jetzt fehlen noch weitere Blumen. Wo sind die? Wir scannen die Umgebung mit Adleraugen. Da ist eine. Okay, dann können wir uns hier hochgraben, hier rübergraben. Und wir bauen da aber auf jeden Fall die bösen Leitern hin, weil da werden sie hoch müssen. Dann haben wir eine weitere Blume, die wir brauchen. Ob wir alle Blumen finden werden und ob sie die einsammeln, sehen wir frühestens beim nächsten Mal. Euch bis dahin, wie immer, vielen Dank fürs Einschalten, noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.